Viele sprachen damals von einer grünen Welle. 2019 verhalfen Massenproteste gegen den Klimawandel auf dem gesamten Kontinent grünen Parteien zu mehr Sitzen im Europäischen Parlament. Doch 5 Jahre später sind es vor allem Proteste gegen grüne Landwirtschaftspolitik, die für Schlagzeilen sorgen. Und Deutschland, die Hochburg der grünen Politik in Europa, ist nun auch das Kernland eines sogenannten grünen Backlashs. Ja, wir haben mal die Grünen gewählt, aber die Zeiten sind definitiv vorbei. Die haben keine Rücksicht auf die Bürger genommen. Politisch der Fokus halt sehr viel auf ökologische Themen, weniger auf das Soziale, finde ich. Klimafreundliche Politik sei immer schwieriger zu verkaufen, sagen diese grünen Kandidaten in Süddeutschland auf einer Kundgebung zur bevorstehenden Europawahl. Das ist tatsächlich die Existenzfrage unserer Zeit ist. Wir können gar nicht mehr über Wohlstand und Sicherheit reden und gleichzeitig über die Klimakrise schweigen. Gleichzeitig müssen wir natürlich als Grüne schauen. Wir sind bestimmt an manchen Stellen mal, haben wir uns ein bisschen zu schnell vorangegangen haben. In den vergangenen 5 Jahren hat die Europäische Union eine Reihe von Gesetzen zur Senkung klimaschädlicher Emissionen erlassen. Von der Erhöhung der Zielvorgaben für erneuerbare Energien bis zur geplanten Abschaffung von Autos mit Verbrennungsmotor. Die grünen Parteien haben diesen Wandel mit vorangetrieben. Aber jetzt geht man davon aus, dass sie bei den Europawahlen Sitze verlieren werden. Im Jahr 2019 war der Klimawandel laut Eurobarometer wirklich wichtig. Diesmal sind es die Lebenshaltungskosten, der Weltfrieden, der Krieg in der Ukraine. Wahrscheinlich werden die meisten Verluste aus Deutschland kommen, aber auch aus Irland und anderen Ländern. Grüne Parteien könnten aber in Mittel- und Osteuropa einige Erfolge erzielen. Immer mehr etablierte Parteien versuchen, Stimmen von Rechtsextremen zurückzugewinnen, die auf dem Vormarsch sind. Experten waren daher davor, dass künftig grüne Politik zur Disposition stehen könnte. Die Stimmung hat sich verändert. Auch die Parteien der Mitte sind vielleicht nicht mehr so begeistert davon, einen europäischen Green Deal voranzutreiben. Ich sehe keine große Gefahr, dass vieles, das in der vergangenen Legislaturperiode vereinbart wurde, wieder rückgängig gemacht werden könnte. Aber die Klimakrise ist so groß, dass wir weitere Maßnahmen brauchen. Das könnte schwieriger werden. Die EU-Exekutive besteht darauf, dass sie die Klimapolitik auf Kurs halten will. Und Umfragen zeigen, dass viele Wähler, vor allem junge Menschen, im Prinzip immer noch grüne Themen befürworten. Doch die Umsetzung in der Praxis erweist sich als politisch schwierig. Nun werden die Wähler entscheiden, ob die grüne Welle von 2019 auf ein Rinnsal reduziert werden wird.